Ich habe nie hier gekocht, aber habe trotzdem jeden Abend geguckt, ob der Herd aus ist. Das Verbreiten ist das Wichtigste. Wow, wow, wow. Habe ich schon wow gesagt? Ganz von Anfang. Tabule, Falafel und hier Bumsdings. Amaretti, Blaubeer, Dessert. Ich fange mit dem Dessert an und eine Sache, ich schreibe wieder so. Ich habe Bulgur. Seit heute Mittag, man muss es 5 Stunden einlegen. Wasser, bisschen Salz und Zitrone. Falafel habe ich tatsächlich gekauft, nicht selbst gemacht, weil ich wollte die testen von der Bio-Company. Bada boom, bada bangs. Dieses früh dunkel, Leute, noch dazu. Ich will gar nicht jammern, aber doch. Genau, Sahne, Vanillezucker, normaler Zucker, Magerquark, Amarettini und die Blaubeeren. Geil. Also bei mir ist nicht so wie bei Mel, dass ich jahrzehntelang koche, sondern, ja man, alles was wir machen, wird zum ersten Mal gekocht, als alter Lieferando-Junk. Wie gesagt, ich habe echt lang gebraucht, Leute, ohne Scheiß. Ich fand es immer abtönt und allein kochen sowieso. Und so kam das Kochen, Kochen, Streamen, weil ich eh die ganze Zeit Bock hatte auf Stream oder ich habe ja eh schon ewig gestreamt, aber wusste nie so ganz was und zocken hatte ich auch keinen Bock, Alter. Kochen ist entspannt, ja man, es chillt auf jeden Fall, volle Kanne. Wie gesagt, wir fangen mit dem Dessert an. Vor einem halben Jahr wusste Scherchen nicht mal, dass er eine Küche hat und jetzt hat er eine Back. Ey! Ich habe nie hier gekocht, aber habe trotzdem jeden Abend geguckt, ob der Herd aus ist. Leute, mit mir geht das genauso. Was habe ich mir noch neu gekauft? Weil man sich 800 Mal auch die Hände verbrannt hat. Hier, Boxhandschuh für die Küche. Kam heute an. Perfekt. Nee, nee, nee. Also, sagen wir, ich bin nicht auf dem veganen Film. Aber davor war es auch schon so, ne? Auch in den ersten Streams irgendwie. Ich weiß nicht, mich hat Fleisch immer mehr abgeturnt. Und es gab auch schon wirklich Momente, als ich beim Metzger stand und mich abgeturnt hat. So, ey, das ist jedem das Seine, so, weißt du? Aber bei mir war das, dass ich beim Metzger stand und dachte so, ey, ich nehme Ersatzprodukt. Und heute habe ich ja, wie gesagt, Bio Company, das wollte ich eh auch mal testen. Ich will alle Produkte da mal testen. Diese Falafel, Sesam, Minze, klar, könnte man auch selbst machen. Aber wir machen ja das Tabule, den Tabule selbst. Und hier jetzt den Nachtisch. Ja, genau, einfach ranwagen so. Alles klar, verstehe ich, war früher auch so. Pommes, Tiefkühlpizza und Fertiggerichte. Selbst und frisch kochen ist eine ganz andere Welt. Muss nicht mal weg. Ey, das ist einerseits geil, aber auch natürlich das Schwierige. In Berlin kannst du halt auch überall alles essen, zu jeder Uhrzeit, weißt du? Das hat es mir natürlich nicht einfach gemacht. Oh Leute, guckt euch das an. Aber ja, ich merke es halt auch. Und ich merke, dass das Essen viel geiler schmeckt. Und es gibt natürlich auch im Stream immer Leute, die sagen, ey, du musst es so und so machen. Aber ich sage immer, Leute, ich suche mir Gerichte aus, Rezepte und die kochen wir dann so, weißt du? Da fährst du einmal mit einem langen Löffel darin, Alter, ins Glas. Wie gesagt, jeder, der nachkochen will oder der selbst auch viel bestellt, auf Discord gibt es immer die ganzen Gerichte zum Nachkochen, ne? Guckt euch das mal an, was sagt ihr? Da machen wir 2 Stück von und wie gesagt, ihr seht, wie leicht das ist, ne? Wie leicht die Sache zu machen ist. Das Verbreiten ist das Wichtigste. Also wir machen uns jetzt an Tabule. Schibbeli-bum. Oh, Messer müssen wir auch wieder schärfen, Alter. Wir sind halt die Hood Cuisine, Leute, da darf man das so schleifen. Oh ja, jetzt zieht's wieder. Bin natürlich dankbar über jeden Support, aber vielleicht habt ihr ja auch einen Prime, ne? Amazon Prime könnt ihr hier schön reinzacken für oben. Petersilie haben wir gehackt. Ebenso die Minze sind wir gerade dabei. Petersilie, Tomate, Zwiebeln, Salz, Pfeffer und Olivenöl gut vermengen. Ich nehme Rezepte und koche das nach. Also ich glaube, das, was ich hier mache, kann jeder machen. Jeder. Wow, wow, wow. Habe ich schon wow gesagt? Ich wollte hier nochmal wow sagen. Leute. Vielen, vielen Dank wieder an jeden, der dabei war. Ey, bleibt gesund, seid lieb und ihr wisst, lachen, immer lachen. Ist wichtig, immer lachen, immer dieses Verbreiten. Es gibt auch nicht immer nur Lachtage und Positivität, aber man kann alles Negative mit diesem, ihr wisst. In diesem Sinne, bis ganz bald.